Liebe Studierende, und damit darf ich Sie nochmals willkommen heißen im Rahmen dieser kleinen Serie. Wir haben uns in den letzten 8 Ausgaben verschiedene Aspekte angeschaut, verschiedene Fehler in wissenschaftlichen Arbeiten, die Sie gerne vermeiden können. Nochmal kurz zur Erinnerung, ich habe Ihnen im ersten bzw. im nullten Teil, also im Prolog, diese Übersicht gezeigt. Das ist meine Agenda, meine Legende, die ich immer zugrunde lege bei Korrekturanmerkungen. Und die einzelnen Punkte habe ich versucht, in diesen 8 Teilen inhaltlich zusammenzustellen. Worüber haben wir gesprochen? Zum einmal über das Deckblatt. Ne? Mit verschiedenen Fehlern, Formatierungen, die Frage des Hochschullogos, zu viele Angaben, zu wenige Angaben und wie viele Möglichkeiten Sie eigentlich haben, trotzdem Ihren persönlichen Stil in dieses Deckblatt mit reinzubringen, ohne sich eben zu weit aus dem Fenster zu legen. Im zweiten Teil haben wir uns die Gliederung angeschaut. Haben wir uns zunächst einmal betrachtet, was passiert, wenn ich keine Gliederung im engeren Sinn habe, sondern nur einen Ablauf. Wir haben uns über Gliederungsfehler unterhalten, über die Frage der zu tiefen Gliederung, also auf eine zu tiefe Gliederungsebene gehen, wenn Sie eine unwuchtige Gliederung haben und was es zu beachten gibt bei aussagekräftigen Überschriften. Im dritten Teil ging es dann um die Frage von Absätzen, das war das konkrete Weiterdenken dieser Gliederungslogik. Da gab es 2 Kernphänomene, entweder zu kleine Absätze oder zu wenige und damit meist zu große Absätze. Auch das haben wir uns im Detail angeschaut. Im vierten Teil ging es dann eher um diese wissenschaftliche Dimension, denn wir haben uns mit der Frage der Quellenarbeit beschäftigt, mit dem Grobfehler keine oder zu wenige Quellen, die eingebaut werden. Wir haben gesprochen über Aspekte der Quellenauswahl, Fragen der Zuordnbarkeit der Quellen zu den Aussagen im Text und dann auch zu inhaltlichen Dimensionen. Der fünfte Teil knüpfte dann daran an, da haben wir uns nämlich das Literaturverzeichnis detaillierter angeschaut. Auch da gibt es natürlich den Effekt, dass Sie schlichtweg zu wenig Literatur einbauen, beziehungsweise Sie ja jetzt nicht mehr, Sie vermeiden ja diese Fehler. Und dass dann Quantität durchaus ein Indikator für Qualität ist. Und bei Formalaspekten haben wir uns verschiedene Dinge bis hin zur Formatierung angeschaut. Die wiederum, bezogen auf das Gesamtdokument, war dann Gegenstand der 6. Folge, wo wir letzten Endes ausgehend von dem übergeordneten Ziel Klarheit und Objektivität uns ein paar Fälle angeschaut haben, wo das eben in einen Grenzbereich geführt wird, beziehungsweise eben dann Objektivität nicht mehr gewahrt wird. Das sind Aspekte, die dazu führen, dass der Seitenumfang entweder aufgebläht wird oder Abbildungen beispielsweise eine ungenügende Qualität haben oder sonstige Dinge, die einfach beim Durchschauen dieser wissenschaftlichen Arbeiten dem Lesenden auffallen. Im letzten Abschnitt haben wir uns zunächst einmal die Wortwahl im Allgemeinen angeschaut, was man in der Einleitung eben vermeiden sollte, um diesen ersten Eindruck wirklich sinnvoll zu gestalten und darüber hinaus aber auch die Wortwahl im engeren Sinne in verschiedenen Beispielen uns angeschaut, was man tun sollte und was man nicht tun sollte. Und all das führte dann dazu, dass wir im 8. Teil uns den Spezialfall der Wortwahl nochmal angeschaut haben. Das ist bei mir der Prosa-Text letzten Endes gewesen, in der Einleitung, im Textfirmen und auch in der Ausleitung, wie man Dinge eben nicht formatieren würde. Ich habe Ihnen in all diesen Fällen reale Beispiele gezeigt. Sie haben es gesehen, das waren meine originalen Korrekturanmerkungen. Ich habe die für diese kleine Serie nicht nochmal überarbeitet, außer dass ich eben diese gelbe Hervorhebung hinzugefügt habe. Insofern finden Sie dort auch zwischen den Zeilen noch weitere Korrekturanmerkungen, die Sie sich gerne anschauen können. Gerne nochmal der Hinweis, das habe ich im Prolog schon gesagt, es geht hier nicht darum, jemanden bloßzustellen, deswegen ist das natürlich auch alles anonym. Trotzdem kann es natürlich sein, dass Sie sich mit einer ehemals eingereichten Arbeit hier identifizieren. Also es geht nicht darum, Sie hier einer Lächerlichkeit preiszugeben, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, eben aus diesen Fehlern zu lernen, damit die nachfolgenden Generationen eben davon profitieren können und diese Fehler eben nicht nochmal machen.
Denn, und das lasse ich jetzt so als Schlusswort dann auch letzten Endes stehen, die meisten Fehler, die gemacht werden, werden eben immer wieder gemacht. Und das sind immer wieder die gleichen. Deswegen habe ich mich ja dazu entschieden, mir diese kleine Übersicht anzulegen, wo ich, wenn man mit den gleichen Korrekturanmerkungen schon 80% der Fälle gewissermaßen abdecken kann. Und das ist doch eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, um da eine Notenverschlechterung zu vermeiden, indem man schlicht und ergreifend diese Fehler vermeidet. Insofern hoffe ich, dass Sie aus diesen 8 Teilen oder in Summe eben diesen 10 Videos für sich etwas Sinnvolles mitnehmen konnten. Freue mich nach wie vor über Kommentare, Anregungen, entweder zu den Videos oder gerne auch per E-Mail in den Lehrveranstaltungen. Kommen Sie da einfach auf mich zu, wenn Sie weiterführende Informationen wollen oder Rückfragen haben oder auch ganz andere Perspektiven darauf haben, was ich Ihnen so gezeigt habe. Insofern, ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg beim Schreiben Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.